Willkommen zurück zu Let's Play Traveler's Rest. Wir haben das letzte Mal Level 8 erreicht in unserer Entwicklung des Rufes und der 65.000. Ja, und einiges jetzt vor. Level 8 hat etwas freigeschaltet, was ich noch nicht auf dem Plan hatte. Nämlich Mietzimmer. Also ich kann jetzt Mietzimmer einrichten. Ich habe keine Ahnung, wie die funktionieren, aber ich weiß schon mal jetzt, dass ich da auf jeden Fall Personal einstellen kann. Außerdem möchte ich Eintopf herstellen. Eintopf ist fein, dauert am längsten. Nein, Suppe dauert auch genauso lang. Drei kostet aber am meisten Energie, ist egal. So, Eintopf. Oh, halt. Sheet. Wir machen noch Weizen. Wir haben ja noch was zu ernten, weil heute sollte der Knoblauch fertig sein. Unser erster Knoblauch. So, hauen wir mal hier schnell das rein. Erdbeeren. Wir haben ja am nächsten Tag ein Event vor uns. Was auch immer das bedeutet, aber ich werde mich super darauf vorbereiten. Ich habe Weizenbrotlieben, die zu diesem Event habe ich jetzt am letzten Tag jetzt mit euch gemeinsam erstellt. Massenweise davon. Also schön viele Brote. Dann wird es sehr viele Knoblaucheintöpfe geben. Die Knoblaucheintöpfe kommen auch Gerste zum Verdicken, weil das lieben die auch anscheinend zu diesem Event. Ja, die werden mir ja die Bude einrennen, hoffe ich mal. Also ich bin echt gespannt, was so ein Event überhaupt bringt. Weil ich sehe jetzt schon seit mehreren Tagen hier da, das ist ihr Event in so vielen Tagen. Aber bin sehr gespannt, was dann wirklich passiert an dem vorhergesagten Tag. Ich bin auf jeden Fall vorbereitet. Wäre witzig, wenn das nicht, wenn ich das falsch verstehen würde und das nicht bedeutet in so vielen Tagen, sondern prinzipiell bis dahin ist das höher frequentiert oder begehrte. Das ist, und vielleicht hat es dann einfach nur einen Effekt wie, ja, es bringt ein bisschen mehr Geld oder es bringt ein bisschen mehr Ruf sozusagen, wenn man das anbietet und die Leute wollen das halt auch häufiger. Müssen wir herausfinden. Werden wir herausfinden. Gemeinsam. Aber das wahrscheinlich jetzt beim nächsten Mal. Heute werden wir uns um die neuen kulinarischen Sachen hier kümmern, die jetzt fertig geworden sind. Tatsächlich. Nein! Nicht öffnen. So, das war falsch. Tatsächlich hätte ich vorgeschlagen, parallel, um das ein bisschen voranzutreiben, wenn wir auch einfach was Neues erfinden. Will ich Früchte oder eigentlich will ich das, oder? Jawohl. Okay. Nehmen wir Blattgemüse. Warum grüne Bohnen Blattgemüse ist, weiß ich nicht, aber... Und Blumenkohl, naja. Kohlgemüse und grüne Bohnen. Kohlanbau, Blumenkohlanbau und grüne Bohnen. Aber dazu brauche ich Samen. Dazu brauche ich die Samen. So, was haben wir neu bekommen? Wir haben grüne Bohnen. Na gut. Nehmen wir mal. Das sind hier 20. Bedenket, wir kriegen da auch immer sehr viel raus. Also 40. 45 reichen. Nur 25. Das sind jeweils, 40 ist tatsächlich die perfekte Zahl. Weil ich glaube, ich habe 120 Felder. Ich könnte zwar mehr machen jederzeit, aber ihr merkt's, ich krieg's ja gar nicht los. Also von da, warum sollte man das tun? So, dann nehmen wir den Kohl und das letzte war, ihr seht es, wo ist der Blumenkohl? Der war ganz oben, oder wie? Ja, Blumenkohl ist ganz oben. Alphabetisch sortiert. Okay, das bereiten wir vor. Ich brauche wieder Wasser. Dann schauen wir mal in die Bestellung, ob da irgendwas drin ist. Okay, ja, ich habe ein paar mehr Eimer mittlerweile. Bestellung, schauen wir mal, was drin ist. Getreidebrei, Stärke, Kräuter. Geil, ziemlich simpel zu machen. Mit einer Ladung kann ich die ganzen drei Bestellungen erledigen. Das finde ich nice, sowas finde ich echt gut. So, machen wir mal Eisenbleche zur Abwechslung. Brauchen wir ja, wie wir sehen können, ein paar Mal. Ja, machen wir noch ein paar, paar Fässer, solange wir es können. Weil, die Nägel fehlen bald. Also müssen ein paar Nägel noch nebenbei gemacht werden.
So. Genau, dann produzieren wir mal. Ach, halt. Natürlich können wir schon längst unser Personal holen. Personal einstellen. Die und die. Erst einmal. Weil dann schauen wir uns aber erstmal an, was dort oben gebraucht wird. Die kommen mittlerweile. In der Zwischenzeit werden wir dort hinten hingehen und mal den Bestellungsauftrag abarbeiten. Und hier können wir auch was reintun. So, weiteres Gerstenmehl bitte. Dann. Wir haben auf jeden Fall zu viel im Inventar. Wir müssen. Dafür habe ich ja das da. Ein neues. Solch wunderbares Fass. Nicht mehr geerntet? Scheinbar nicht. Boah, habe ich viel Weizenbrot hergestellt. Ja, 48 von allem, das konnte schon hinhauen, dass ich das alles geerntet habe. Hä? 48? Komisch. Sei es drum, sei es drum. So, was war der Auftrag? Der Auftrag war blablabla. Getreidebrei mit Stärke und Kraut. Das geht auch super schnell mit Stärke. Ja, da haben wir Gerste auf jeden Fall am meisten. Und Kraut. Ist ja egal. Hier kriegst eine Minze mit rein. Schwupp, schwupp, schwupp. 6 Sekunden oder 6 Minuten. Tick, tick, tick. Fertig. Sehr gut. Damit können wir die komplette Bestellung abfrühstücken. Apropos abfrühstücken. Wann kommen Sie dann? Da sind Sie. Perfekt. Kann gleich geöffnet werden. Na gut. Dann Bestellung. Hier ist so. Da, wo, was, wo, war, wie, warum? Wo, da. Perfekt. Nice. So lobe ich es mir. Chillig. Absolut chillig. Ist die Bestellung schon. Ah, die Kartoffel. Ah, da die Kartoffel. Ah, Mist. Nein, Bestellung ist noch nicht angekommen. Kartoffeln und Möhren sind angekommen. Die sind auf jeden Fall angekommen. Die habe ich vergessen, hier in die Kiste zu packen. Weil die hier waren. So, jetzt wird der Russen Schuh. 48, 24 Minuten. Ja, okay. 48 ist dann schon. Das ist schon eine rundere Zahl. Das macht dann wieder Sinn. So, in der Zwischenzeit müsste auch langsam mal. Dauert noch ein bisschen. Dauert alles noch. Moment. Ich habe keine Suppe nachgelegt, oder? Was habe ich nachgebaut? Ihr habt doch nichts da Neues produziert, oder? Wir müssen fürs Event morgen was vorbereiten. Genau, ich habe vergessen, was zu tun. Oh, fatal. Wir wollen Eintopf mit. Ja, theoretisch können wir da auch Erdbeeren reinpacken. Das wird der Burner. Gerste war es, oder? Jetzt muss ich nochmal nachschauen. Bevor ich das falsch mache. Dann machen wir hier alles, was sie lieben. Knoblauch, Gerste. Ja, genau. Gerste. Ja, Gerste, Erdbeeren und Tomaten und Knoblauch. Das hört sich nach einem Hammertipp an. Hört sich richtig geil an. Und Knoblauch. Aromatisch macht Knoblauch. Ah ja. Schön, schön. Davon werden wir auf jeden Fall ein paar Ladungen machen. Sollen sie das ruhig trinken? Essen. Das wird der Hammer. Die Party morgen. Bei dem Event. So. Genau, zapft es leer, weil das muss endlich leer werden. Und wir in der Zwischenzeit machen hier mal wieder ein bisschen was. Hier können wir ein bisschen was machen. Das ist. Ah, noch ein paar Eimer. Davon kann man nie genug haben. Will ich Kohle farmen? Tatsächlich nicht. Ich kann ja hier genügend Kohle. Oder ich habe einfach zu viel Kohle mittlerweile. Ne, wir warten auf die Bestellung. Die müsste eigentlich. Jawohl, da ist sie. Da ist sie, da ist sie. So, ab zum Pflanzen. Blumenkohl. Super schwierig zu. Also, ich finde es super schwierig. Blumenkohl wird sehr schnell schlecht. Bin zum Glück auch kein riesen Blumenkohl-Fan. Wobei ich das sehr interessant finde, was man aus dem machen kann.
Da kann man ein paar interessante Sachen aus Blumenkohl machen. Ich bin fasziniert, dass Blumenkohl als vegetarischer Ersatz für manche tierische Produkte herkam. Oder so Teignudelmäßig. Gibt es auch irgendwelche Varianten? Einfach nur nicht wertend, sehr faszinierend finde ich das. Aber für mich zu aufwendig, um es selbst zu machen. Das ist der Haken. Ja, ich bin zwar ein Freund von Nachhaltigkeit, ich bin zwar ein Freund von alles hier möglichst gute Verhältnisse und so, aber... Oh shit, schaut euch das an. Der Laden ist voll. Ich wollte gerade sagen, was ist hier los? Langsam müssen wir aktiv werden hier. Hört ihr Stück streicheln? Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, mehr Knoblauch, das und Gersten. Oh, das hat eine andere Reihenfolge. Hat das eine Bedeutung? Stackt es dann nicht? Wenn ja, das ist dann lästig, finde ich. Das ist eigentlich genau dasselbe. Bloß in unterschiedlicher Reihenfolge. Hm. Was ist hier los? Was ist hier los? Raus mit dir! Hier wird nicht gepöbelt. Hat der Besen so eine gute Position? Ja, den meisten Dreck machen sie wahrscheinlich hier. Hier kommen sie am häufigsten hin. Aber ja, die machen überall. Der hat da auch einen langen Weg bis dahin. Das war jetzt ein super langer Weg. Schwierig. Finde ich schwierig. So, aber jetzt läuft alles. Ich würde mal sagen, jetzt machen wir das, auf das ich mich auf jeden Fall freue. Nämlich unser neues Feature. Mietwohnungen. Oder Mietzimmer. Da bin ich mal gespannt. Deswegen noch schnell Wasser holen. So geschäftig. So geschäftig. Und jetzt investieren wir. Investieren wir in das Dachgeschoss. Ich bin sehr gespannt, wie diese Mechanik funktioniert. Was ich da mache. Ja, ich komme da durch. Mietzimmer freischalten für ein Gold. Ja. Oh ja. Du hast dein erstes Mietzimmer freigeschaltet. Jeder Raum hat eine Liste von Mindestanforderungen, die auf der rechten Seite angezeigt werden. Ein Bett, ein Tisch, ein Stuhl und Licht. Okay. Die Zimmer werden nach Komfort und Sauberkeit bewertet. Ein komfortables und sauberes Zimmer verbessert den Ruf der Taverne. Achte also immer darauf, die Zimmer sauber zu halten. Dafür ist dann mein Angestellter zuständig. Bett, Tisch, Stuhl, Licht. Licht wird dadurch nicht gegeben, frech. Mehr. Okay. Das ist andere Zimmer? Nee. Wird auch genau das benötigt. Und noch eins. Genau, jetzt haben wir maximal... mehr geht nicht. 6 Mietzimmer. Wir brauchen 6-mal Bett, Tisch, Stuhl und Licht. Okay, aber das ist ein neues, neue Gelddruckmaschine. Alles gut, alles gut. Halt, apropos der Gelddruckmaschine, morgen ist ein Event und dazu brauchen wir Mietzimmer und sowas. Wäre doch cool, wenn wir morgen zum Event auch Mietzimmer hätten. Aber ich befürchte, es wird gar nicht so leicht. Also das, das und das und schon wieder ein anderer. Oder stackt er das? Doch, das stackt. Okay, gut. Du bist am wichtigsten. Ich brauche einfach mildes Ale. Für die Leute zum Drinken. Mhm. Wie sieht's eigentlich hier aus? Sind die langsam mal leer gezapft? Ah ja. Schön. Das ist noch nicht leer. Jetzt ist es leer. So, ich hatte das da. Ich habe... Ja gut, das kann ich schon mal reintun, das kann ich reintun, das kann ich reintun. Das kann schon mal verkauft werden. Ich habe nicht mehr viel zu verkaufen. Ich habe noch einen Schrank. Ja, ich habe noch einen Tisch. Zählt als Tisch. Im Hintergrund.
So. Tatsächlich, ich kann hier mal an den Zapfhahn wieder was reinpacken. Weil ich einfach genug davon habe. Vielleicht will es ja jetzt schon jemand trinken. Dann ist das schon mal vorgesorgt. Ja. Bett, Tisch, Stuhl, Licht. Strahlende Kerzenleuchter sind dann... leuchtender Wandleuchter. Wie viel gibt der? 6, davon kriege ich 2 und davon gibt... Das gibt halt 15. Das ist schon eine Hausnummer eher. Ich brauche 6 Stück, also brauche ich mehr von den Kupferrohlingen. Kupferbarren. Tatsächlich habe ich so wenig Kupferbarren. Aber ja, kümmern wir uns um Licht. Was können wir hier hinten machen? Hier hinten können wir bestimmt irgendwas schreinern. Einen Tisch zum Beispiel. Einen... Tisch und Stuhl. Ein Einzeltisch. Haben die Tische irgendeinen Komforteffekt? Nee. Also würden tatsächlich Einzeltische reichen, oder? Was brauchen wir noch? Bestimmt kann man die Zimmer auch wieder schmücken und alles und dann den Komfort noch mehr erhöhen. Ja, dann nehmen wir Einzeltische. Kleine Einzeltische. Und dessen brauche ich hier mehr Kupferbarren. Und hier brauche ich auf jeden Fall wieder mehr Bretter. Oh, das läuft mit den Brettern. Sehr gut. Das geht super schnell. Das geht auch gut. Das würde ich sagen, läuft gut. So. Oben ist es bald fertig, da ist es bald fertig. Wir kommen voran. So, das war das. Hier fehlt... Ja gut, das ist... ein kleineres Problem. Wir haben sehr viel Energie. 2 bloß. Ja, das brauche ich mehr. Ich brauche aber mehr. Stimmt, ich brauche ja deutlich mehr. Ich brauche noch mehr Tische. Davon brauche ich... Ja, das habe ich. Alles gut. Ich hoffe, das ist der richtige Tisch, sonst ist das alles für die Tonne, was ich gerade mache. Licht und Tisch. Bett. Was brauche ich denn für ein Bett? Was mache ich eigentlich hier nochmal? Ah ja. Kein Bett. Total. Die Schmiedebank ist total. Naja. Useless. Für Bett. Was könnte ich dafür brauchen? Das wird wahrscheinlich hier gemacht. Bett, Licht, Stuhl. Hier wird auf jeden Fall kein Bett gemacht, das ist schon mal klar. Und noch einmal, bitte. Weitere strahlende Kerzenleuchter. Machen wir erstmal dann hohen Standard mit den Kerzenleuchtern in jedem Zimmer und dann... Man kann bestimmt noch fancy Stuff in die Zimmer reintun. Ich weiß zwar nicht wofür, tatsächlich, ich weiß nicht. Moment, ich habe schon so viele Tische. Nein, habe ich nicht. Okay. Da fehlen noch Tische. Sehr interessant. Also eine Basisausstattung kriegen wir hin. Wir haben uns um Licht und Tische gekümmert. Bett und Stühle fehlen noch. Bett und Stühle. Also Licht ist ready. Hier kriege ich nichts anderes außer Licht, oder? Ja, da kriege ich nichts anderes. Na ja, dann, ich glaube mal sehr stark für Better brauche ich Nägel und so. Und hier könnte ich bestimmt Holzstangen auch noch gebrauchen. Und... keine Ahnung. Das sehen wir jetzt. So. Stühle sind da. Ich brauche... Tische sind da. Aber wahrscheinlich wäre ein niedriger Tisch besser gewesen. Aber das probieren wir einfach. Der Stuhl.
Ich habe Sitzbänke, aber ein Stuhl. Moment, habe ich Stuhl noch nicht erforscht? Das ist etwas, was man noch macht. Steinmetallofen. Tierung, Block, nee. Hocker. Ah, Hocker. Ich muss nach Hocker Ausschau halten. Hocker, 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 Hocker. Ist doch bestimmt auch hier drin. Boah. Wo könnte dann der Hocker gemacht werden? Da? Da, Hocker. Tatsächlich. 20 Minuten. Geht. Moment, dann vielleicht dort oben ein Bett wenigstens. Das habe ich tatsächlich auch nicht gesehen, oder? Bett, 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 Bett. Hm, Bett ist nicht zu sehen. Habe ich das freigeschalten? Bett, Möbel, niedriger Schrank, niedriger Tisch, aber nicht Bett. Muss ich mal schauen, wo ich ein Bett herbekomme. Kriegt man das auch hier hin? Hierher. Na schneller, ich will's wissen. Kann man hier Betten machen? Werkbank, kleines Regal. Ja. Wo sollte man ein Bett machen? Wie sollte man ein Bett machen? Ich sehe im Moment kein Bett. Hier nochmal vorsichtig durchgehen. Einzeltisch, großer Tisch, Schrank. Und hier? Ein Steinbett, naja. Moment, habe ich noch irgendeine Werkbank, die ich... Du? Nein. Moment. Lol. Lass mich raten. Ich muss Betten kaufen. Nein? Katzenkorb, großer Tisch. Ah, doch, da Betten. Ach du Schande. Ja, aber ich. Guten Morgen. Hergestellt in Werkbank. Tatsächlich, hier steht nichts davon. Na gut. GG. Die Investition muss ich machen. Und so ist mein ganzes Geld wieder weg. Ah, gut, dass ihr wieder dazu verdient. Mal feuern. Kalt hier drin. So, in der Zwischenzeit. Licht ist vorhanden. Komfort ist da. Ein Einzeltisch. Ein Hocker. Jo. Gefällt mir schon mal. Okay, dann kann ich auf jeden Fall das andere auch schon mal holen. Hocker. Das ist dann sehr spartanisch eingerichtet. Da müssen wir uns auch nochmal neue Gedanken machen, beziehungsweise ein paar Sachen erschaffen. Mehr Zeug craften, damit die hier glücklicher werden. Sehr schön. Gut so, dass du so wieder bist. So. Ja, Hocker. Wo? Da unten? Nee, da oben? Da unten. Hocker, habe ich ganz vergessen bei dem Chaos. Ja, Hocker ist vollkommen in Ordnung. Es gibt ja keinen Vorteil. Oder? Gab es nicht einen fancy Stuhl? Nein, es gab keinen fancy Stuhl, oder? Gab es einen fancy Stuhl? Ich bin mir unsicher. Ich glaube, keinen zu erkennen. Nee, das wäre sonst irgendwas bei den Möbeln, was wir auch produziert hätten. Da hätte ich es irgendwo hinstellen müssen. Das habe ich nicht getan, also haben wir sowas nicht. Also muss sowas nicht existieren. So, nochmal Hocker. Gut, gut. Das läuft. Oh, ich habe die ganze Zeit vergessen. Morgen ist doch Party. Und das ist ein ganz bestimmtes Thema. Und ich habe vergessen, nachzulegen hier.
Oh, produzieren wir noch ein bisschen Gerstemehl und dann brauchen wir einen neuen Eintopf, nämlich mit dem, dem und dem hier. Ab die Post und dann davon mehr und davon mehr. Und hiervon natürlich auch mehr. Geil. Die Leute sind happy. Das Blöde ist, wenn ich sie jetzt heute nicht beobachte, dann weiß ich nicht, was so der Durchschnitt dann morgen ist. Ob es jetzt nur, in Anführungsstrichen, nur ein Boost in den ganzen Werten ist. Bestellung geliefert. Oh, die Betten sind da. Okay. 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 Tja, jetzt können wir dort oben auf jeden Fall einiges machen. Ich frage mich, wie das jetzt mit dem Mieten funktioniert, beziehungsweise mit dem Vermieten funktioniert. So, hier kommt ein Bett. Bett, Stuhl, bla bla bla. Bett. Lampe, Tisch. Jeder kriegt erstmal so ein Standardzimmer. Kann ich drehen? Nein, ich will drehen. Ja, ich sehe leichte Veränderungen, dass es gedreht wird, aber nicht wirklich. Hier passt was rein. Dann können wir hier... den und den hinmachen. Sehr schön. Wie hier der Komfort auch wechselt, wenn ich da den Bereich verlasse. Das finde ich gut. Finde ich echt gut. Mhm. Wir haben aber in einigen Räumen mehr Potenzial, was zu machen. Also da sind zum Beispiel ja, mehr Wandflächen und sowas. Da kann man normalerweise auch... Oder hier die Doppelfenster bringen halt für den Komfort, glaube ich, überhaupt nichts. Dementsprechend. Oder hier ist einfach mehr Platz drin. Da können wir auf jeden Fall mehr draus machen. Aber für den Anfang ist das echt gut. Oh, soll sich nicht so beschweren. Kümmern wir uns da drum. Moment, du kannst noch eins nach oben. Kannst du da nicht auch eins nach oben? Du kannst dann eins nach oben und die kannst noch eins nach oben. Haben wir mehr Platz genutzt. Mhm. Platz muss genutzt werden. Gut, 15er Komfort. Und jetzt? Wie funktioniert das jetzt? Ah, da will jemand Bett. Oh, Moment. Ein Kunde möchte ein Zimmer mieten. Um das Angebot anzunehmen, wähle einfach ein Zimmer aus und bestätige die Wahl. Also dann kannst du versuchen, ein bisschen oder das Angebot ablehnen. Sollte es zu niedrig sein. Hier. Okay. Danke für den Weg. Okay, ich habe einen ersten Kunden. Kann ich hier jetzt stalken? Oh, cool. Gesperrt, ich kann da nicht rein. Ah, es wird schon langsam Nacht. Vielleicht will da jemand noch nächtigen und so. Nee, die wollen alle bloß essen. Bis hier. Jetzt bin ich sehr gespannt, was sozusagen dieser eine Gast dann bewirkt. Vielleicht kriegen wir noch ein paar Gäste. Das wäre nicht schlecht. Aber ich sehe schon, um Gäste muss ich mich dann selbst kümmern. Oder der neue Angestellte, den es ja noch, auch noch gibt, der kümmert sich dann um sowas. Aber ganz ehrlich, wenn der bloß... Ich frage mich, was der sonst macht. Ihr seht ja, viel passiert hier nicht. Ich habe hier wunderbare Zimmer. Komm, gönnt euch. Gönnt euch so ein Zimmer. Nehmt euch so ein Zimmer. Los, nehmt euch ein Zimmer. Kein Mensch ein Zimmer. Frech. Vielleicht ist es auch komisch. Ah, da will jemand ein Zimmer. Sehr gut. Jawohl, ja. Hier, gönn dir. Ja, Preis passt in Ordnung. 55. 55 ist echt okay. Ist der jetzt von oben gekommen? Ah, die Katze passt auch hier auf, ob alles in Ordnung ist. Das werden wir erst am nächsten Tag sehen, ob da wirklich alles in Ordnung ist.
Also Gäste, die Platz wollen, sind seltener. Es sind ja auch bloß 5 Zimmer da. Ist schon mal gut zu wissen. Und jetzt? Ah, der nächste. Hier, das kriegst du. Ah, müssen wir falsch. Okay. Ah ja. Da wird der Ruf dann schlecht, wenn ich... Ah, das. Ja, okay. So ist er noch. Das war jetzt echt mies. Mieser Preis von dem. Das konnte ich nicht akzeptieren. Apropos akzeptieren. Ich muss mal wieder hier da reinschauen. Und dann muss ich schließen. Ich muss zumachen, weil es ist schon spät. Die Gäste wollen oben ihre Ruhe. Die wollen was? Ah, okay. Das ist kein Thema. Haben wir genug. Da fülle ich mal ordentlich auf. Das und das. Auch genug vorhanden. Alles für genug vorhanden. So. Schluss da. Wenn jemand noch ein Zimmer möchte, gerne. Aber ansonsten raus mit euch. Sieht's oben irgendwie anders aus? Alles sauber bisher. Irgendwie muss man ja was auch mit Sauberkeit hier sich kümmern. Alle sind raus. Dann noch Personal wieder kündigen. Und raus mit euch. Tagelöhnen. Sehr gut. Und ich gehe jetzt in die Haia und wir schauen einfach morgen, was so... Ah, das will ich noch anmachen. Da will ich noch eine Ladung reinmachen. So, noch einen Eintopf. Das, das und das. Genau. So, 3 Gäste haben wir. Das wird interessant, was sozusagen das alles gebracht hat. Ob da jetzt irgendwas passiert. Ob die mich jetzt im Schlaf angreifen. Tun sie scheinbar nicht. Guten Morgen. Gäste, die eines deiner Zimmer angemietet haben, werden über den Tag auschecken. Wie auch immer, du kannst den Prozess etwas beschleunigen, indem du an ihre Tür klopfst. Das verschafft dir Zeit, die Zimmer wieder auf Vordermann zu bringen, bevor du die Taverne öffnest. Ah ja. Okay. Aber wir müssen sie dann sauber machen, die Zimmer. Und das werden wir beim nächsten Mal machen. Erst manuell und dann werden wir wahrscheinlich irgendjemanden einstellen. 12 die Stunde. Muss ich mal schauen, wie das dann funktioniert. Vielleicht lohnt sich dann langsam, dass ich die nicht mehr immer einstelle und ausstelle, sondern einfach immer direkt. Und dann haben wir immer dauerhaft geöffnet, so in etwa. Ich gehe einfach pennen und die sollen weiterarbeiten. So. Irgendwann gibt es halt nur noch Brei oder so. Mal schauen. Aber das werden wir beim nächsten Mal sehen. Was ist oben mit den Zimmern passiert? In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.